Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Am Neubau des Internats für das Nachwuchsleistungszentrum hinter der Geschäftsstelle des FC Erzgebirge in Aue wurde am 21. Mai Richtfest gefeiert. Das Gebäude wird rund 1,8 Millionen Euro kosten. Gebaut wird es im Auftrag der Auer Wohnungsbaugesellschaft. Im Internat soll es 44 Plätze und eine Betreuerwohnung geben. Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl machte deutlich, dass ein erfolgreicher Fußballverein nicht nur ein gutes Stadion, sondern auch ein ordentliches Internat braucht. Mit diesem neuen Internat haben wir natürlich einen großen Sprung in Qualität schon äußerlich gemacht. Wir hoffen, dass dann viele Eltern ihre Kinder dort hinschicken und dass wir viele Nachwuchssportler für unsere erste Mannschaft gewinnen. Auf dem Kunstrasenplatz unterhalb des künftigen Internats wurde am gleichen Tag zum 7. Mal der SWA-Cup für Schulmannschaften aus Aue und Umgebung im Fußball ausgetragen. Welche der 8 Teams am Ende jubeln konnten, ist diese Woche in ErzTV das Magazin zu sehen. Eigentlich ist es die Norm, das Ende eines Bauprojektes mit einer Feierstunde zu würdigen. Zu Gedenken an die Restaurierung der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz jubilierte man jedoch den Beginn des Bauvorhabens. Von 1975 bis 1998 wurde das Gotteshaus rundum erneuert. Aus einer dunklen Kirche entstand somit eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen in Sachsen. An diese Zeit und an die beteiligten Restauratoren, Handwerker und freiwilligen Helfern erinnert nun eine Ausstellung in der St. Annen. Diese wurde am 20. Mai feierlich eröffnet. Dank der Schautafeln erhält man vielerlei Informationen über den Restaurierungshergang und die Kirche selbst. Fotos und Illustrationen bebildern das Ganze. Die Ausstellung kann bis zum 31. Oktober während der Öffnungszeiten der St. Annenkirche besichtigt werden. Seit dem 21. Mai kann man eine neue Ausstellung im Rathaus Bad Schlema besuchen. Zu sehen sind Gemälde, Zeichnungen und Illustrationen von Iris Mende, welche verschiedenste Landschaften und Stadtansichten aus dem sächsischen und böhmischen Erzgebirge aufzeigen. Darum nannte die Künstlerin ihr Thema passend Grenzlandbilder. Ergänzt werden einige Kunstwerke mit zur Bildlandschaft gehörenden Wildpflanzen. Manchmal zeigen ihre Bilder auch Mahnungen in Form von Bibelzitaten und Lyrik. Iris Mende betont damit, dass man nicht vergessen sollte, was die Natur uns alles gibt. Man hatte das Gefühl, ganz Gelenau war angetreten, um die 3 Kandidaten für das neue Bürgermeisteramt zu begutachten. Nachdem Reinhard Pinzes bekannt gab, nicht wieder zur Wahl anzutreten, kandidieren nun Knut Schneider, Annette Birner und Rainer Scherzer um das Amt. Bei einem Forum der Freien Presse am 21. Mai stellten sich diese der Gemeinde vor und legten ihre Ansichten zur Entwicklung der Erzgebirgsstadt dar. Themen wie Gemeindeleben, Wirtschaft, Infrastruktur, Marketing und Gemeindefrieden spielten eine große Rolle. Teils kamen dabei hitzige Debatten auf. Innerhalb der 2 Stunden konnte man so feststellen, dass sich hier 3 sehr unterschiedliche Kandidaten einen harten Kampf liefern werden. Die Bürgermeisterwahl in Gelenau findet wie in vielen anderen Orten auch am 7. Juni statt. Am selben Tag sind die Einwohner des Erzgebirgskreises außerdem aufgerufen, ihren Landtag zu wählen. Im Kunstraum der evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge in Annaberg-Buchholz durften am 21. Mai Stühle demonstrativ auf die Tische gestellt werden. Die kreativen Sitzmöbel sind nämlich Ergebnis eines außergewöhnlichen Kunstprojektes. In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Werbering sollen die Kunstwerke in Schaufenstern in Annaberg-Buchholz für die 495. KET werben.
Zunächst wurden die Stühle und ihre Gestalter aus der Klassenstufe 10 im Schulhof für ein Pressefoto in Szene gesetzt. Dann folgte das Posing für die Fernsehkamera. Das Modell Just Close Your Eyes and Enjoy the Rollercoaster That is Life von Josephine Marie und Deborah. Der Geisterstuhl von Nathalie und Maura. Platsch von Lukas und Fabian. Das Exponat Thriller von Lisa Marie und Eileen. Rollercoaster Feeling von Friedrich und Leonie. Der bunte Riese von Johann, Fabian und Ludwig. Das Modell Verrückte Achterbahn von Christine und Amelie. Der Stuhl Kate Alt und Neu von Annalena und Lilly. Die Candy Kate von Lena, Elisabeth und Anna-Marie. Der Stuhl namens Bögelmaxel von Martha und Jonas und das Modell Hau den Lukas von Sebastian und Martin. Insgesamt sind im Kunstraum der evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge 12 unverwechselbare Kate-Stühle entstanden. Das Sägen, Sprühen, Bemalen und Kleben hat den Schülern Spaß gemacht und in den Schaufenstern der Stadt kann farbenfroh für die Kate, die am 5. Juni beginnt, geworben werden. Schüler des evangelischen Gymnasiums Leukersdorf haben am Wettbewerb Ideen bewegen, der Wettbewerb zur digitalen Schule, teilgenommen. Dabei entstand das Projekt Kirche Digital, eine internetfähige Präsentation, die die Dorfkirche ins rechte Licht rücken soll. Für diesen Zeitraum wurde von der Initiative Digitale Bildung neu denken ein digitales Klassenzimmer mit Großbildschirm und Tablet-Computern zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts recherchierten die Schüler der 7. Klasse Informationen zum Thema, fertigten Zeichnungen, machten Fotos und Videos. Ziel war es, die kunsthistorischen Details der Kirche zu digitalisieren. Lehrer und Schüler versprachen sich dabei ganz neue, vernetzte Lernmöglichkeiten. Seit Beginn des Wettbewerbs hatten sich 440 Schulen beworben. 147 Projekte davon wurden bereits erfolgreich umgesetzt, 40 weitere bis Juni 2015 verwirklicht. Die Schule kann dabei unter anderem ein vollständiges digitales Klassenzimmer im Wert von 20.000 Euro gewinnen. "2015 wird wieder ein Erzi-Star gesucht. Die 10 Finalisten des Casting-Wettbewerbs präsentierten sich erstmals bei der Modenacht in Annaberg-Buchholz. In ErzTV stellen sich in den nächsten Wochen die jungen Frauen und Männer vor, die mutig ihren Weg ins Rampenlicht genommen haben. Den Anfang macht Isabel Korte. Ja, mein Name ist Isabel, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Reinsdorf bei Zwickau, arbeite da auch in einem Haustechnik-Großhandel. Ihre Teilnahme am ErzTV begründet Isabel Korte so. Ich mache bei ErzTV mit, weil ich es super finde, dass hier in der Region überhaupt so ein Wettbewerb durchgeführt wird und dass die Talente quasi auch mal in der Umgebung gefördert werden. Ja, deswegen mache ich da mit. Nach dem ersten Auftritt zur Modenacht findet sich Isabel mit 3 Sternen im Mittelfeld der 10 Finalisten wieder. Zu ihren musikalischen Vorlieben befragt, sagte sie: Also, ich selber für mich mache jetzt ja auch eigene Musik und das ist teils auch mehr Deutsch als Englisch. Und ansonsten, was jetzt mein Lieblingsgenre ist, ist jetzt ansonsten eigentlich Pop und alles so. Viel Taylor Swift, Ed Sheeran, alles was halt gerade so angesagt ist, ja. Weitere Infos zu ErzTV gibt es im Internet unter www.erzistar.de.
Längst ein guter Bekannter bei ERZ-TV, der Gitarrenvirtuose Vicente Patiz. Am 22. Mai gastierte er und sein Musikerkollege André Krengel zur 7. Schneeberger Gitarrennacht in der Goldenen Sonne. Wir wollten natürlich wissen, was er in nächster Zeit so geplant hat. Also jetzt geht es erstmal weiter weg. André und ich, wir fahren jetzt zum Beispiel gleich nach dem Konzert an die Ostsee zur Kühlungsborner Gitarrennacht. Und dann gebe ich Konzerte von Ost, Nord, Süd, West, überall weiter weg, aber eben kommen weniger ins Erzgebirge. Aber das große Highlight kommt eben dann am 29. August auf der Waldbühne Schwarzenberg. Und das wird ein ganz, ganz großartiges Spektakel mit der Laser Event Company zusammen, Vicente Patiz and Friends. Ich habe einen kubanischen Perkussionisten, ich habe eine bulgarische Sängerin, noch einen Gitarristen dabei, es ist eine Opernsängerin dabei, Tänzerin. Und natürlich wird dieses Riesenareal der Waldbühne eben in Szene gesetzt. Vicente Patiz wird Meister des Kopfkinos und Magier der Gitarre genannt. Seine ständig wachsende Fangemeinde kann sich auf ein Konzert auf der Waldbühne Schwarzenberg freuen. Vicente Patiz lässt Jazz, Funk und Flamenco zu einem einzigartigen Erlebnis aus Melodie und Emotion verschmelzen. Er versteht es, seine Zuhörer zu fesseln und unterhält auf seine eigene charmante Art. Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. heißt der Verein, der während einer Sitzung des Welterbekonvents Erzgebirge gegründet wurde. Damit schaffen die Mitglieder, die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie 33 Städte und Gemeinden, die Voraussetzung für die Trägerschaft, Vermittlung und Weiterentwicklung des künftigen Welterbes und setzen die erfolgreiche regionale Kooperation fort, so Landrat Volker Uhlig. In der Zeit von Ende Mai bis September 2015 werden in Annaberg-Buchholz in Abhängigkeit der Witterung die Arbeiten zur Pflege von Pflasterstraßen fortgeführt. Für die Pflasterpflege sind die kleine Kirchgasse zwischen Mariengasse und Quergasse, die Kupferstraße zwischen Oberer Badergasse und Barbara-Uttmann-Platz sowie der Kreuzungsbereich Kupferstraße-Untere Badergasse vorgesehen. Hier werden die Arbeiten im Rahmen einer Wanderbaustelle realisiert. Mit einem Sprung ins kühle Nass wurde die Badesaison 2015 nun auch im Lugauer Stadtbad eröffnet. Neben der Jugendfeuerwehr des Ortes und Bürgermeister Thomas Weikert zeigten diesmal sogar mehr Badegäste als im vergangenen Jahr Mut. 16 Grad soll die Wassertemperatur betragen haben. Gefühlt waren es offenbar weniger. Und auch dieses Jahr erhielt der Feuerwehrnachwuchs eine Spende über 500 Euro von Badbetreiber Thomas Sprung. Der wiederum wurde ausgezeichnet als Unterstützer und Förderer der Jugendfeuerwehr. Bademeister Daniel Baumgattel nahm die Auszeichnung entgegen. Im Bonnemonat Mai hat das Kabeljournal eine neue Ausgabe der Sendung Treffpunkt kulinarisch aufgezeichnet. Gäste in der Fernsehküche bei Möbel Illing sind Udo und Heike vom Weihnachtsland Stützengrün. Fernsehkoch Benjamin Unger bereitet mit den beiden Schweinegulasch mit Spätzle und Champignons, Erdbeersmoothie mit Haferkeksen und Joghurt zu. Gezeigt wird die neue Sendung Treffpunkt kulinarisch in der Sendewoche ab 5. Juni, außer im Raum Stolberg. In der Region Stolberg ist eine eigene Kochsendung zu sehen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von sich gezogen. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Schon vergessen? Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen.
auftanken nach einem hektischen Tag. Das haben Sie sich verdient. Am besten zu Hause, wo man sich wohlfühlt. In Ihrem Bad, der Wohlfühloase mit Wellnessgarantie. Weil das Wasser uns gut tut. Weil wir uns dort attraktiv fühlen können. Weil wir uns dort pflegen können. Weil wir dort nachdenken können. Weil wir dort gute Laune tanken können. Weil wir uns dort selbst spüren können. Weil wir dort träumen können. Zu schön, um wahr zu sein? Dann lernen Sie Bad und Heizung Uwe Schreiber kennen. Die richtige Adresse für Wellness im eigenen Bad. Rufen Sie gleich an und lassen Sie sich überzeugen. Oelsnitz 3120. Das muss doch nicht sein. Schöne Küchen gibt's bei Rico Möbel. Einrichten, wohlfühlen, zufrieden sein. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a. Das gute Gefühl, wenn man trainiert, und das Gefühl danach. Für den Moment und grundsätzlich. Das Gefühl, sich erstmal überwinden zu müssen, danach aber mächtig stolz zu sein. Deutschland trainiert. Dein Sport- und Gesundheitszentrum Altes Energiewerk in Oelsnitz ist bei dieser Aktion dabei. Deine Chance, eine neue Gefühlswelt kennenzulernen. Werde dein eigener Alltagsfitnessmanager mit Muskeltraining und Ausdauer, Koordination und Entspannung. Deutschland trainiert, unterstützt von Wissenschaftlern, Sportlern und Prominenten. Und du kannst dabei sein im Sport- und Gesundheitszentrum Altes Energiewerk. Werde fit und tue dabei noch Gutes. Jetzt ein Monat Probetraining für nur 20 Euro. 5 Euro davon werden der Kindernothilfe gespendet. Deutschland trainiert. Infos dazu im Netz oder direkt bei deinen Coaches im Alten Energiewerk Oelsnitz. Die Stadtbibliothek Lößnitz ist eine von 19 Bibliotheken in Sachsen, die ab 26. Mai ihr Angebot mit dem 24-Stunden-Service der Onleihe, also dem Verleih von E-Books und E-Audios, erweitert haben. Wer Interesse hat, kann sich jetzt seine persönlichen Zugangsdaten in der Stadtbibliothek abholen und dann komfortabel E-Books und E-Audios herunterladen. Besonderer Vorteil: Der zusätzliche Service ist für Bibliothekskunden in Lößnitz kostenlos. Auch Mahngebühren gibt es bei der Onleihe nicht. Nach Ablauf der Leihfrist lässt sich die Datei nicht mehr öffnen. Die Rückgabe erfolgt sozusagen automatisch. Die Leihfrist beträgt 21 Tage. Jeder Bibu-On-Nutzer kann pro Ausleihe 5 Medien auswählen und 5 Vormerkungen tätigen. Auch die Semmertaler Bibliothek ist jetzt auf elektronischem Weg rund um die Uhr geöffnet. Hier ist der zusätzliche Service für Bibliotheksnutzer ab 16 Jahren für 10 Euro im Jahr erhältlich. Wie die Onleihe funktioniert, welche Medien ausgeliehen werden können und welche Geräte und Programme für die Nutzung geeignet sind, erfahren Interessierte in den beteiligten Bibliotheken sowie unter www.onleihe.net. Zum Verbund Bibu On gehören unter anderem weiterhin die Bibliotheken in Lauter-Bernsbach, Marienberg, Oelsnitz, Bärenstein und Gelenau. So friedlich wie in diesen Aufnahmen von vor wenigen Wochen bei einem Besuch von Sachsens Innenminister Markus Ulbich, soll es in der Nacht zum 19. Mai bei der syrischen Familie Merjan nicht zugegangen sein. Medienberichten zufolge holte die Polizei den Familienvater, seine Frau und die 4 Kinder aus dem Schlaf und deren Unterkunft in der Stolberger Bergstraße und brachte sie zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Dort sollten sie mit dem Flugzeug nach Bulgarien abgeschoben werden. Für immer. Angeblich sollen von den Polizeibeamten sogar Handschellen benutzt worden sein. Hintergrund: Familie Merjan wurde in Bulgarien bereits Asyl bewilligt. Dorthin muss sie, so will es das deutsche und europäische Recht, abgeschoben werden. Niemand weiß, warum sie überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Doch das Vorhaben scheiterte. Die Familie ist wieder zurück in Stolberg. Über das Warum kann nur spekuliert werden.
Ein erneuter Versuch der Abschiebung wird nicht lange auf sich warten lassen. Seitens einzelner sächsischer Landtagsabgeordneter hagelt es unterdessen Kritik. Besonders die Kinder wären damit noch mehr traumatisiert worden. Die Art und Weise sei unangemessen und weit überzogen gewesen. Sie unterstreiche des Innenministers Chaos und Hilflosigkeit bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik. Der erzgebirgische CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Baumann übernimmt im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms zwischen Deutschland und der USA wieder eine Patenschaft. Judy Priebusch aus Schwarzenberg ist noch bis Sommer 2015 mit einer Patenschaft von Günter Baumann in den USA. Anschließend wird Lena Schreiber aus Tannenberg folgen. Die Entscheidung, wer im Sommer 2016 für ein Jahr in die USA fliegt, wird zum Jahresbeginn 2016 getroffen. Das Informationsfaltblatt mit den Bewerbungskarten kann in allen Büros des Bundestagsabgeordneten Günter Baumann angefordert werden. Anna Berg-Buchholz ist im Strick- und Häkelfieber. Anlässlich der Vereinigung von Anna Berg und Buchholz, die sich am 1. Juli 2015 zum 70. Mal jährt, soll es in der Erzgebirgsstadt einen blau-gelben Brückenschlag geben. Die Waldschlösschenbrücke erhält einen Farbenschmuck in den Stadtfarben. Den Männertag am 14. Mai mit eingerechnet gab es im Chemnitzer Küchwald 4 Tage Familienfest pur. Vom 15. bis 17. Mai fand, organisiert von der Parkeisenbahn und vom Tutti-Frutti-Team, das diesjährige Ballonfest statt. Allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren. Man hatte diesmal zusätzlich ein Tanzfest integriert, das von Tanzschulen und Tanzvereinen aus Chemnitz und der Umgebung unterstützt wurde. Auf verschiedenen Bühnen präsentierten Tanzvereine Tänze aus fast aller Herren Länder, wenngleich Wildwestromantik deutlich hervorstach. Die East Dance Company präsentierte Western-Tanz aus dem 19. Jahrhundert und der Verein Chem Valley den 100 Jahre jüngeren Line Dance. Selbstverständlich war neben Zuschauen auch Mitmachen möglich, zum Beispiel beim Folkverein Chemnitz, der mit der Band Banda Mora Einblicke in Folkmusik und Folktänze verschiedener Nationen gab. Natürlich gab es auch reichlich Ballons auf der Küchwaldwiese. Fehlen durfte nicht der große begehbare Ballon. Ein Spektakel sowohl für die kleinen als auch für die großen Ballonfestbesucher. Pech hatte, wer am Samstag die Ballonstarts erleben wollte. Aufgrund des schlechten Wetters am Abend konnten die Fahrzeuge an diesem Tag nicht aufsteigen. Auch die etwas kleineren Showballons wurden eingepackt, als es anfing zu regnen. Wetterunabhängig war die Fahrt mit der Parkeisenbahn. Am Bahnhof Küchwaldwiese war Klaus, die Parkbahnmaus, unterwegs und begrüßte die Fahrgäste. Die Parkeisenbahner hatten an dem Wochenende auch kräftig der Henschel-Dampflok eingeheizt. Eisenbahnromantik pur, die sich viele Besucher des Ballon- und Tanzfestes gönnten. Nach den Pfingstfeiertagen mit Dampflok-Sonderfahrten und Märchenbild-Suchfahrten steht bereits der Kindertag vor der Tür. Am 1. Juni gibt es für die Kleinen viele Überraschungen. Die große Kindertagsparty findet dann am 7. Juni statt, mit viel Spiel, Spaß und Action.